So, guten Tag, meine Freunde. Leider, wie schon in der Folge davor, fehlt auch hier wieder ein paar Minuten vom Game Sound. Ihr werdet dann mitkriegen. Ich habe es selber auch nicht mitgekriegt. Erst jetzt beim Schneiden, deswegen tut mir echt leid. So, ja, ungefähr ein bisschen weniger als die Hälfte ist leider ohne Sound. Sorry. Da rein haben. Na gut. Okay. War's voll, ne? Was zu tun? Also erstmal Waffen holen, würde ich sagen, wa? Da bin ich keine Wahl, oder? Na gut. Gehen wir mal zur Aufführung. Wir brauchen drei Sitze, vier Sitze. Da oben drin. Darf ich da auch rein? Nicht. Aus dem Weg ist eigentlich nur. Danke, alle aus dem Weg, bitte, bitte. Darf ich da oben auch rein? Nö. Hallo, Leute. Hallo. Okay.
Kämpfen wie Männer. Komm, lass mich durch. Ist eilig. Ich muss Leute töten. Das hier, ich muss Leute töten. Nein, ist die Vorstellung zu Ende. Müssen uns beeilen. Danke. Komm rein mit dir. Komm, wir haben zu tun. Also faul sein. Teleportation. Na gut, dann gehen wir uns mal Auto holen. Was fahren wir denn schön? Wir fahren hinten. Oder im Leichenwagen. Ah, man hat drei Plätze. Mein, einem wird der Platz sein Platz nicht gefallen, aber am technisch gesehen genug Platz. Ja, komm. Rein. Das darf ich nicht rausfahren, oder was? Crème de la Crème. Durch den Tunnel reicht. Na gut, bin ich ja mal gespannt, ob das so klappt, wie ich mir das so vorstelle hier. Sind jetzt übrigens in einem Bereich, wo ich nicht mehr oder weniger bis auf die letzte Mission dann gar nicht mehr, ne? Oh, Mülleimer, hallo! Also von daher auch spannend. Keine Ahnung, was passiert. Lass uns überraschen, ne? Ich kann mir nicht ganz vorstellen, dass das so einfach klappt hier. Ich dachte, das ist gepanzert. Warum ballert ihr rum? Okay, könnte das jetzt schon die letzte Mission sein? Ja, dann mal rausnehmen. Gib Gas. Ich hoffe, der fährt nicht geradeaus. Ah, guck mal, ich kann sogar einen Sitz wechseln. Bahn. Ey, wieso ist er schneller wie wir? Wir haben dasselbe Auto. Okay, nee, ist nicht die letzte Mission. Huch. Huch. Spiel.
Ich weiß gar nicht, wo die Mission hier endet. Aber das bringt doch gar nichts. Also wir müssen ja auf jeden Fall warten, bis er stehen bleibt, denn seine Limousine ist ja gepanzert. Meint der Saleri. Da müssen wir ihn nur zum Stehen bleiben zwingen. Meine, wenn das reicht. Hat man doch schon mal eine Verfolgung gesagt, na, wo wir uns ja den gelben Flitzer besorgt haben. Oder? Ja. Da sind wir, glaube ich, auch hier lang gefahren. Ah, es wird nicht schneller als wir. Nee, 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 keine Zeit. Okay, was kommt denn da vorne? Waren wir hier schon mal? Hm. Glaube nicht, oder? Ist das eine Sackgasse? Ja, die Brücke ist unten. Oh. Los, komm, Schubs. Nee. Ja, ich denke auch. Ich denke das doch. Oh, wo ist denn jetzt hingefallen? So, auf dem Weg bei Lukas Platone vorbei. Das können wir eigentlich mal machen, ne? So, ich glaube, hier draußen gab es ja keine Polizei. Map gibt es auch keine, davon mal abgesehen. Boah, so warm hier drin, ey. Mal gucken, was hier ist. Geht's auch irgendwo hin? Fahren wir da ja mal lang, oder? Entschuldigung. Keine Ahnung, wo es hingeht. Lol. Oh ja, geht's unter die Brücke.
Das hier war ich noch nie. Wirklich tot ist. Hallo? Jemand drin? Nein. Das ist aber echt schick, ne? Ich glaube, davon ist eine Sackgasse. Oh, dann müssen wir den ganzen blöden Weg wieder zurück. Ich höre eine Flasche. Der Franzose wird jetzt Hunger kriegen, ne? Straße gesperrt. Wir fahren auch keine Autos rum, ne? Keine Ahnung, wo es hingeht. Aber so absolut null. Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns ja mal umgucken, ne? Oh nein. Auto bewegt sich. Bitte? Hängt irgendwie fest. Jetzt auch irgendwo hin. Wollen wir mal gucken, oder? Die Hauptstraße, okay. Gut, dann fahren wir mal unten wieder lang. Oh, zack, und wieder zurück. Halt unseren Mafia-Kollegen mal einen kleinen Ausflug machen, ne? Wenn dann hier bloß den ganzen Tag Leute erschießen, man muss doch mal was na, für die Firma tun. Oh. Na gut. War gut zu wissen. Gut zu wissen. Wir gehen jetzt zum Flughafen, oder? Ja. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir in die richtige Richtung fahren. Das werden wir da merken. Oh ja, klar. Da fängt doch die Stadt schon an. Cool. So nice, dass man da hinfahren kann. So, und jetzt wollen wir zu Lukas. Das heißt, wir müssen auf die mittlere Insel. Nummer Platz. Genau, wir können eigentlich immer auf der Straße hier bleiben. Genau, dann kommen wir auf die große Brücke und dann. Nee, wir müssen gar nicht. Ah, nee, nee, wir müssen auf der Insel bleiben, das hier. Fast zu weit gefahren. Und sogar hier rein. Zack. Warum ich immer an die Mitte denke. Komisch, 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 komisch.
So, Lukas, mal gucken, was du Schönes für uns hast. Ich glaube, der zeigt uns jetzt genau so ein, wie wir schon haben. Ist Lukas wohl gar nicht da? Müssen die aber erst abliefern? Ach, warum sagt man das das Spiel nicht vorher? Oh, doch, ist er doch. Midis. Gern so einen. Na gut, dann können wir vielleicht nach der nächsten Mission oder so. Dann fahren wir jetzt erstmal. Salari. Müde schon wieder hier. Unglaublich. Ja, mal hier lang, bitte, danke. Ah, mit Schwung über die Brücke. Oh, Entschuldigung, Leute. Ja, wo bin ich rum hier? Was hupst denn du da drüben? Ich will vorbei, danke. Uah. Der Licht ist kaputt. Warum wohl? Ich weiß es nicht. Wer sagt, im Mafia kann man nicht rasen, ne? Was? Nein! Warum sagen die sowas immer zu uns? Hallo, Herr Polizist. Na gut, kommen wir fahren gleich zu Lukas. Wenn wir schon eben mal dabei sind, ne? Ihr fahrt umsonst zurück. Nee. Entschuldigung. Wie war das nicht? Ich habe keine Zeit für dich. Hat sich gerade überschlagen. Und dann kommt der Berg hier hoch. Ist der schon so schnell? Nerven nicht. Es gibt ein paar wenige, die sind so schnell, die können auch die Brücke hoch beschleunigen. Ach komm, was wissen du von mir? Ich muss kurz bei der Tanne parken. Ich mal vielleicht in deinem Hof verstecken.
mich keiner sehen. Komm hier auch nicht rein. Na gut. Machen wir eine ganz kurze Pinkelpause. Es geht gleich weiter. Bis gleich. So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück. Und zwar, Maus. Und zwar war das Spiel natürlich beim Warten abgeschmiert, wie sich das gehört. Also ist nächster Tag. Neue Aufnahme. Ich habe unsere zwei netten Kollegen schon weggeschafft und bin wieder hergefahren. Das heißt, naja. Medis, ich kann mit dem einsammeln. Die Fahrt her war, ich weiß nicht, ob man es sehen kann, ja, die war etwas holprig. Gab so ein, ja, wie soll ich sagen, so eine kleine so ein Fehler in der Matrix, ja, da war auf einmal was im Weg, was da hätte nicht sein sollen und naja. So, Lukas, was hast du denn? Tommy. Hi, hast du heute was für mich? Also, heute ist ein schwerer Tag. Wie? Wieso? Ach, weißt du, die Jungs haben hier ein Auto abgeliefert, das in eine Verfolgungsjagd mit den Bullen verwickelt war. Und jetzt muss ich es verdammt schnell loswerden. Warum haben sie es nicht selbst entsorgt? Ja, ach, ich hatte eine Abmachung mit ihnen. Das war ein sicheres Ding. Hat dann aber doch nicht geklappt. Sie waren ein bisschen angepisst. Also haben sie es hier gelassen. Was springt für mich raus? Ein wunderschöner deutscher Sportwagen. Das ist das Risiko wert. Bin dabei. Was soll ich machen? Ganz einfach. Fahr das Auto zu den Klippen am Stadtrand und versenke es im Meer. Cool. Ja, das kriegen wir Aber hin. wenn dich die Bullen sehen, gibt's Ärger. Die musst du dann abschütteln. Okay. Ne, von Kühlmann zu Kindleuchtturm. Ja, gut. Dann direkt gesucht. Wir machen am besten einfach hier die Straße runter und hoffen mal, dass das klappt. Guten Tag, Herr Officer. Bahn, gehen wir mal wieder aus dem Weg. Okay. Ja, komm schon. Braucht man nicht so einen Stress. Wie können die so schnell sein? Wow, danke fürs Anschieben. Zumindest haben sie es nicht so mit Kurven, das ist ja schon mal geil. Soll ich denn mit der Karre hin? Muss ja mal bitte, danke. Irgendwo der Leuchtturm. Ah, verdammt. Ich wollte jetzt eigentlich nicht unbedingt selber mit ins Wasser. Ah.
Da kann immer die komplette Fahrt wiederholen muss, ne? Wenn man noch nicht speichern kann irgendwie zu. Guten Tag. Und danke schön. Ein bisschen schneller könnte die Hütte schon fahren. Das wäre jetzt eigentlich ein bisschen hilfreich. Nee, keine Zeit. Dann gleich mal gucken, ob hier da unten, bevor es in diese kleine Gasse da reingeht, ob da schon ein Leuchtturm vielleicht ist. Da hätte ich doch mal. Ja, nee. Nicht? Hier am Ende von der Straße. Ist schon der Leuchtturm? Den hier vielleicht schon versenken. Mal hier durch. Ah. Sieht nicht so aus. Aussteigen. Ah, da, ja, ich sehe es. Und zwar da in die Richtung, da hinten. Da geht so ein kleiner Dreckweg. Von der Straße ab und nehme an, das soll der Leuchtturm sein. Ich würde behaupten, der hat mich schon gesehen. Ja, lass mich mal bitte hier vorbei. Danke. Lady, ich muss mal. Danke. Nee, ich hab Vorfahrt, mein Freund. Ich mach doch gar nicht. Ich glaube, wir müssen die Ehe vorher loswerden irgendwie. Man fährt nicht über die Wiese, liebe Polizei. Nein. Ich muss dann. Tschüss. Uiuiui, das war knapp.
Sind die dort jetzt rum? Sind da rum? Ach du halt die Klappe. Die scheinen sich wieder zu bewegen. Aufpassen, dass die nicht gleich hier wieder auf dem Radar auftauchen. Sieht aber gut aus. Dass nicht gleich wieder einer entgegenkommt, dürft muss jetzt haben. Bringe mal Autoteile. Warum? Räumt hier keiner auf? Ehrlich. Oh, dankeschön. Wie schubse ich denn jetzt die Klippen runter? Na, ich glaube nicht während der Fahrt aussteigen, oder? Oder geht das? Na, ja, falsch das. Nö, das geht nicht. Bin ja jetzt rein. Ich höre so ein bisschen sehr klein. Wie schubst du denn jetzt hier runter? Vielleicht muss ich ein zweites Auto holen. Guck mal, ob der hier eine Animation macht oder so. Aber ansonsten hole ich einfach zweites Auto, nicht? Sollte ja machbar sein. Ich würde natürlich kurz warten, bis man nicht mehr gesucht. Nicht, dass ich jetzt davor, also 2 Meter vorlaufe und schwupp aus dem nächsten Bullenauto. Genau so läuft es nämlich. Ich denke mal, das passt. Da brauchen wir was zu fahren. Und da kommt doch schon was. Und das von oben vielleicht nicht gerade ein Polizist. Ja, hast du davon. Der klappt mein Auto. Bitte,
Verschone mich! Tschüss. Ich muss dann mal. So, jetzt sollten wir das ja ganz easy kriegen, ne? Tschüssi. Bin ich selber mit runterfallen? Eine so leichte Aktion. Wie jetzt? Ja, Spiel? Was soll denn das jetzt? Echt jetzt? Ich wüsste genau, wir landen, wir landen gleich wieder im Wasser. Oh Mann. Steig aus! Nicht ins Wasser fallen! Nicht ins Wasser fallen! Hui! Also ein knappes Ding. Oh Mann. So, dann bräuchten wir mal ein neues Gefährt, nicht? Wollen das nicht um Polizei, wo er gleich um die Ecke kommt? Ja, mal bitte den Sportwagen kommen. Ja, ja, hupt mich nicht an. Ja. Ich bring dir wieder. Irgendwann. Wenn ich Lust hab. So. Jetzt kommt natürlich ein schönes Sportauto. Was egal. So, wir müssen wieder einmal auf die erste Insel. Ah, nee, zu Lukas. Ich nehme an, er hat ja das Auto. Er hat wieder bloß eine Info für uns, wo wir das Auto klauen können. Okay, das heißt, wir können eigentlich wieder. Wir können erstmal nach Tempomat fahren. Wenn ihr Lust habt, das nochmal zu machen. Nicht wirklich. Und dann. Ja. Immer der Hauptstraße nach. Noch downtown. Hier rum, oder hier rum. So machen. Und mir fällt gerade auf, ich habe eine Aufmerksamkeitsspanne wie eine Fliege, ne? Was haben wir denn für Salari gemacht? Mein Glückspilz erledigt? Nee, war er schon. Und waren wir denn zu dritt unterwegs? Besser.
Ja, liegt. Ja. Egal, ignorieren wir einfach mal, ne? Ah, erzähl, du hast gepoppt. Ist er, warum waren wir zu dritt unterwegs? Haben wir Morello erledigt? Kann das sein? Ja, ich glaube ja. Moin, Lukas. Erledigt. Deine Arbeit gemacht. Der Typ hat ihn sich vor einer Weile geholt. Er hat aber gesagt, dass er zum Abendessen zu Roy's Grill fährt. Das ist in Downtown, in der Nähe von Pepes Restaurant. Wenn du dich beeilst, steht der Wagen noch da. Ist heute der Kunde ist Königtag oder was ist los? Nein. Der Typ hat noch Schulden bei mir. Ich habe für ihn gearbeitet, aber nicht einen Dollar dafür gesehen. Keine Ahnung, was er macht. Aber er führt sich ziemlich auf. So begleicht er seine Schulden bei mir und ich begleiche meine bei dir. Du gehst jetzt besser. Gut. Danke. So, wo ist denn... Was ist, ah, guck mal da um die Ecke. Das ist doch mal ganz angenehm. Irgendwie zieht er nicht mehr so richtig. Habe ich so das Gefühl. Und nicht so schlimm, wir haben da ein hübsches neues Auto. Sagt man, dass man nicht erwischt werden. Jetzt hat er eh gespeichert. Also wäre es jetzt nicht mehr ganz so wild, jetzt haben wir nicht mehr ganz so viel Gefahrerei. Guck mal, wir bringen ihm ja auch ein hübsches neues Auto. So ist ja nicht, wir sind ja keine Unmenschen. Ne? So. Mal hier lang, bitte, danke. Hier will der essen. So, die haben bestimmt. Ja! Was? Michael Parkplatz. Reicht. Ja, aber ich vermute mal ganz stark, dass das gleich rauskommt, während wir das Schloss aufmachen. Was machst du da mit meinem Wagen? Polizei! Diebstahl! Genau sowas habe ich vermutet. Scheiße. Na gut, da wollen wir mal gucken. Mach mal das am dürfsten. Aber auch der Polizist war kein Zufall, der wird immer da sein. Hey, auch Huben? Na gut, egal. Wie machen wir das? Gut, ich will mal schnell den Zettel holen. Ende. Nein. Okay, kein Problem. Hier ist das Geld. Ja, bitteschön, dankeschön. Ich hoffe, das kommt nicht wieder vor. Na, ja, mal gucken. Ja, ich will jetzt nicht sagen, hast du verdient, ne? Aber passt schon. Wir uns hier vielleicht so im Weg stellen. Den direkt vor der Tür stellen. Nur aus dem Weg bitte.
Aber der hat schon mit seinem Auto ab. Ja, das schon. Was soll das? Aufhören! Würdest du bitte? Danke. Und bleib liegen. Ich muss doch mal. So geht's natürlich auch, ne? Wir können uns doch das Aufschlägen sparen. Oh, der zieht aber echt gut. Alter. Hut ab! Oh, ja, guck mal. Boah, ja. Wir müssen mal gleich mal oben auf der Brücke voll ausfahren. Gigantisch. Tempomat raus. Eieiei. Da geht's noch berghoch, ne? Ja, übel. Eieiei. Oh, das ist mal ein schickes Vehikelchen, ne? Das richtige Auto, um von Bullen abzuhauen. Definitiv. Da haben die keine Chance. Und durch den kleinen will ich aufpassen, ne? Also Hubler. Na, tschüssi. Du musst aber ausprobieren. Ja. Das war jetzt nicht so toll. Da haben wir Platz, da können wir Vollgas machen. Hallo? Danke, Officer. Ich habe keine Zeit. Ich habe so das Gefühl, dass die Polizei ein bisschen schummelt. Wenn wir hier auf dem Teer fahren, kommen sie nicht hinterher. Bleibt dann mal einfach hier stehen, oder? Und fällt er nicht auf? Jo, na gut, bleib mal einfach mal stehen. Kann ich helfen, Kollegen? Alles gut bei euch? Ja, na gut. Dann. Ohne Ralfi. Welchen wollen wir rausschmeißen? Ja. Ist das? Ja, ne, aber den haben wir doppelt.
The Last Mokyo 500. Mhm.